Mehr kann's halt nicht. Hallo Freunde der absurden Klemmbaustein-Safari. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan und ich habe hier die 60267 aus der Lego City Serie, den Safari Geländewagen. 168 Teile, 2 Minifiguren, 20 Euro Liste, ganz entspannt mit Rabatten am Markt zu haben. Ich glaube, ich habe 13 oder 14 bezahlt. Und es ist erstmal ein sehr überraschungsbefreites City Set. Wir haben, der Namensgebung sei Dank, einen Safari-Geländewagen, wir haben 2 Minifigürchen, wir haben ein kleines Bäumchen und wir haben eine, ich schätze, Löwin. Sieht so aus. Und bei Lego sind Sets ja immer ein bisschen teurer, wenn solche Formteile dabei sind wie diese Tierfigürchen. Und darum ist 20 Euro Liste fast schon irgendwie okay. Das Auto wird auch, ist vielleicht interessant, wenn ihr City-Sets immer mit der Familie aufbaut. Das hier ist jetzt kein Set, was in 2 Tüten aufgeteilt ist oder 2 Bauschritte und jeder kann was Separates bauen. Man fängt mit dem kleinen Teil hier an und dann verteilt sich das Auto auf 2 Bauschritte, also 2 Tüten. Muss man wissen. Ist also eher eine alleinige Erfahrung, die man hier sammelt. Und ich mag's. Ich mag es ganz gern. Ich habe jetzt nicht die irrsinnig riesige Verwendung dafür, aber es birgt eine kleine Überraschung, die zugegeben auf der Verpackung auch schon gezeigt wird. Und ansonsten ist es ein grundsolides City-Set und ich glaube, dass vor allem Kids hier Spaß haben werden. Bei den Sammlern weiß ich es nicht, aber wenn ihr zum Beispiel eine Stadt baut und ihr habt Außengelände und wollt ein bisschen Leben reinbringen, ist sowas ja vielleicht auch ganz cool. Wir fangen erstmal wieder mit den Minifigürchen an. Wir haben 2 absolut typische City-Minifiguren. Einmal den Fotografen und einmal die, weiß ich nicht, Abenteurerin, die hier das Auto fahren darf. Und ich liebe diese Mütze mit dem Haar implementiert. Ich kann da nicht genug von haben, von daher passt das für mich schon. Und der Fotograf hat eine zusammengebaute Kamera mit Teleobjektiv dabei. Das finde ich auch ganz cool. Also die Figuren gehen klar. Es sind keine Highlights in irgendeiner Art und Weise. Keine Beinprints, nichts Besonderes. Wie gesagt, für mich ist es erstmal die Mütze mit den Haaren bei der Dame. Finde ich super. Nehmen wir mal aus der Gleichung. Dann haben wir eine Löwin. Mal eben gucken, ob ich die euch komplett zeigen kann. Genau. Die ist süß, oder? Ja. Der Kopf ist ganz nett bedruckt. So, man kann den auch bewegen, also hoch und runter kann man den Kopf drücken, so steht sie dann zum Beispiel an der Wasserstelle und man kann sie auf die Hinterläufe stellen, wenn man sie dann irgendwo festmacht. Läuft. Ja, ist cool. Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber wenn man Tiere haben möchte in der eigenen Lego-Welt und sowas fehlt noch und man hat irgendwie Verwendung für eine Raubkatze, warum nicht? Dann haben wir noch ein Bäumchen mit einem kleinen Papageien dran. Kommen wir gleich nochmal zu. Und dann haben wir eben das Auto. Und das Auto ist, ja, halt City. Türen, das Dach musst du abnehmen, um eine Figur reinzubringen. Dann kommt auch der komplette Dachgepäckträger mit runter. Und dann kann man hier vorne eine Figur reinsetzen. Und hier hinten hat man auch noch ein bisschen Platz, um eine weitere Figur unterzubringen. Oder was anderes. Gleich mehr. Dann ist da noch ein Fernglas drin und eine Kaffeetasse. Das habe ich da jetzt einfach mal mit reingesetzt, weil sonst die Fahrerin das in der Hand hat. Und das ist ja Quatsch. Wenn sie fährt, soll sie keinen Kaffee trinken und gleichzeitig durch ein Fernglas schauen. Von daher habe ich das dann einfach mal hinten im Fahrzeug untergebracht. So, jetzt sieht es auch ein bisschen belebter aus hier drin. Passt schon. Solide Bauweise. Der wiegt auch ein paar Gramm, ne? Verteilt sich über 2 Bauschritte. Das merkt man dann schon. Hier hinten ist auch noch eine Anhängerkupplung, falls man irgendwas hat, was man dahinter hängen möchte. Die Details sind ganz nett. Man hat hier sogar an Tankstutzen gedacht. Wahrscheinlich ist es ein E-Geländefahrzeug, keine Ahnung. Was ich ein bisschen seltsam finde vom Design her, das Kennzeichen verbirgt sich dann hinter dem Stoßfänger. Ich glaube, das wäre zumindest nach deutschem Recht ziemlich schwierig, wenn man das Kennzeichen abdeckt. Andererseits, wenn der dreimal durch den Matsch rauscht, sieht man das hinten sowieso nicht mehr. Also von daher ist egal. Es sind elendig viele Sticker. Also das gesamte Zebra-Muster hier drauf ist Sticker. Der Safari-Aufdruck hier oben ist auch ein Sticker. Es sind eine Menge Aufkleber und es sind keine Aufkleber. Das ist auf jeden Fall ein Set, das, wenn es für Kinder sein sollte, durchaus Hilfe von den Eltern benötigt, wenn man es einigermaßen hübsch haben möchte. Die Kennzeichen sind natürlich auch Sticker. Klar. Und es sind bunte Farben drin, natürlich. Es ist Lego City, also blau, grün, ich glaube gelb auch an irgendeiner Stelle, ich bin mir nicht mehr sicher.
Es ist, also farblich passiert was. Ich weiß gar nicht, kann ich euch das zeigen, wenn ich den, die Motorhaube hier wegknacke? Ich weiß es nicht. Man kommt da so schwer dran. Doch, geht. Nee, da lugt jetzt nur der eine 2x4 in grün hervor. Darunter geht noch was. Also es ist bunt. Aber das sieht man von außen nicht und das ist mir dann auch relativ egal. Bei einem City-Auto erst recht. Aber sonst so von der Bauform finde ich schön gemacht. Ich mag die Front, ich mag das Heck. Auch hier mit der kleinen Leiter, die hier noch mit dran ist. Da gibt es nichts zu meckern. Jede Menge Fenster drumherum. Das ist okay. Ja? Oder? Ja. Auto geht klar. Was ich ja bei City-Sets manchmal ganz gerne mache, ich schaue mir mal die Lego-Texte dazu an. Die präsentieren ja diese Produkte auf ihrer Website. Und ich war bei den 168 Teilen, die sie hier verbauen, doch recht irritiert, wie viel Informationen uns Lego so liefern kann zu diesem Produkt. Und ich darf euch was nicht vorenthalten. Das muss, weil ich glaube, die wenigsten von euch toben auf die Lego-Seite, um sich erstmal den Marketing-Kram anzutun. Aber dieses Lego City-Set aus der Reihe Starke Fahrzeuge übrigens bietet ein vergnügliches, selbstständiges Bau- und Spielerlebnis und erhält auch eine einfache Bauanleitung für ungeübte Lego-Baumeister. Stimmt, die Anleitung ist super simpel. Und das finde ich gut, das war ein sehr entspannter Aufbau. Ich bin da nicht Zielgruppe für die Herausforderung. Die realistischen Fahrzeuge und Zubehörelemente und die witzigen Charaktere inspirieren Kinder ab 5 Jahren zu unzähligen, fantasievollen Rollenspielen. Da geht was, oder? Wir haben ein Auto, wir haben ein wildes Tier, wir haben einen Vogel und wir haben 2 Leute, die auf all das reagieren können. Stimmt, ist nicht gelogen. Passt. Aber jetzt kommt's. Mit dem Spielset Safari-Geländewagen lernen Kinder die Faszination der Lego-City-Welt kennen und werden zu fantasievollen, realitätsnahen Rollenspielen inspiriert. Realitätsnah. Ich zeige euch jetzt den Grund, warum ich mir dieses Set mitgenommen habe. Abgesehen davon, dass ich sowieso gerne baue und ich manchmal einfach nur Sets kaufe, um was zu bauen. Aber ich zeige euch jetzt den Grund, warum ich dieses Set haben wollte, als ich es im Laden gesehen habe. Dieser Baum. Ich drehe seinen Kopf mal um. Na, du willst es doch auch, du weißt es nur noch nicht. Steht hier der eigene Arm im Weg. Okay. Hat nicht grundlos ein so großes Astloch und an den Seiten Einkerbungen. Die Idee ist, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, dass unser Fotograf quasi in einem Baumkostüm unterwegs ist. Das nennt Lego realitätsnah. Ich meine, hallo? Kennen wir alle, oder? Ich habe auch schon als Fotograf gearbeitet. Ich habe auch schon mit vielen Kolleginnen und Kollegen da draußen gesprochen. Noch nie hat mir jemand sein Baumkostüm gezeigt. Never. Aber wie cool. Auf die Idee musst du erst mal kommen. Und das ist realitätsnahes Rollenspiel. Also ich schätze mal, die Geschichte ist ungefähr so gedacht. Da steht jetzt dieses Safari-Auto in dem Zebra-Muster. Und ich wette, es ist absolut entscheidend, dass es ein Zebramuster ist, weil von dem Zebramuster wird logischerweise die Löwin auf der Suche nach Nahrung angezogen. Polly hier oben ruft wahrscheinlich dann auch noch, ein Löwin, brak. Und dann kommt sie angeschlichen und sagt, oh, ein Zebra. Das ist ein eckiges Zebra, aber es muss ein Zebra sein. Ich bin ein bisschen doof, ich bin hier das Tier in der Geschichte, das ist jetzt auf jeden Fall ein Zebra. Kommt dann angeschlichen und der Kollege, der Baum ist, überlegt sich dann, also jetzt, Mama Löwe ist jetzt auch echt schon nah dran, habe ein bisschen Angst. Das erklärt dann auch seinen Gesichtsausdruck. Aber er bleibt stehen, weil Bäume laufen ja selten bis nie weg. Ich frage mich halt, was der macht, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, so eine Löwin dann auf die Idee kommt, ach ja, ich könnte ja auch mal meine Krallen schärfen. Ich glaube, die nutzen auch Bäume für sowas ganz gerne und dann schabt sie hier an dem Kollegen rum. Das fände er nicht gut. Ich bin gespannt, wie lange der Baum dann noch steht. Egal, es ist absurd. Es hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Wem sage ich das? Und trotzdem finde ich dieses Ding absolut gelungen. Und dafür hat man auch den Platz im Auto. Die beiden können tatsächlich, naja gut, einer von beiden kann dann das Baumkostüm auch mittransportieren oder man setzt die Figur dann rein und lässt das Dach weg.
Am schönsten finde ich dann die Möglichkeit, hier oben noch jemanden draufzusetzen. Am besten den Fotografen. Dann hat er seine Kamera in der Hand und der Baum fotografiert dann die Löwin. Super, oder? Ich bin wirklich... Das ist für Kids sowieso super. Denen ist das, glaube ich, also bis zu einem gewissen Alter ist es eh egal, ob es jetzt ein Krankenwagen oder ein Safari-Auto oder was auch immer ist. Es geht einfach um den Spaß an der Freude. Und man hat hier Spaß beim Aufbau. Das Ding ist keine große Hürde. Es sind ja, wie gesagt, auch nicht so wahnsinnig viele Teile. Und das Ergebnis ist stabil und ist optisch voll okay. Ist halt ein fahrendes Zebra. So eine Löwin kannst du immer gut gebrauchen. Logischerweise. Der Papagei geht sowieso klar, immer wenn er dabei ist. Und wenn wir dann noch einen Fotografen als Baum verkleidet haben, was willst du falsch machen? Ich finde es super. Ich finde es zumindest super unterhaltsam. Wie seht ihr das? Mögt ihr es auch? Das gehört ja so in die Kategorie, ja, kann man machen, Lego City Sets. Das wird mit Sicherheit kein extremer Verkaufsschlager sein, aber es wird mit Sicherheit auch ein paar Mal über den Tresen gehen, weil einfach das Fahrzeug, was willst du da verkehrt machen? Es ist okay. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsset vor dem Herrn. Wie gesagt, für mich war der Antrieb die Figur. Aber die habe ich gefeiert. Und die wandert auch so in meine Figurensammlung. Die Haare hat man zu Hunderten. Die braucht kein Mensch an der Stelle. Eigentlich hätten sie den direkt nur als Baum mitliefern können. Wäre mir auch recht gewesen. Aber so konnte ich euch wenigstens die Verwandlung auch mal zeigen. War auch schön, oder? Genau. Wenn euch das Video unterhalten hat, unabhängig vom Set, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn... ihr mehr sehen wollt von so einem Kram, dann hinterlasst gerne ein Abo und aktiviert die Glocke. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, ich verlinke dieses Set und andere Sachen in der Videobeschreibung. Das sind Amazon Affiliate Links. Das heißt, wenn ihr da was bestellt, kriege ich ein bisschen was zurück. Kostet euch nichts extra. Wer das nutzt, vielen Dank. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut!